Wir sind zurück in der Halle A3 im Brand New Areal und ich habe nicht vier Gesprächspartner hier, nur vier Stühle. Und neben mir sitzt Jürgen Zimmermann von VIP-Seating. Hallo Jürgen. Hallo. Ich frage mich jetzt schon etwas provokant, bin ich auf einer Möbelmesse gelandet oder bin ich noch im Sportbereich? Was hat jetzt, auch wenn es sich ganz augenscheinlich um Bälle handelt, VIP-Seating mit der ISPO zu tun? Ja, in dem Brand New Award war ja die Kategorie Accessoires, in der wir da teilgenommen haben. Speziell mit Möbel hat jetzt logischerweise auch unser Produkt zu tun und mit Sport daher, weil wir einfach mit unseren Möbeln jede Art oder viele Arten von Ballsportarten darstellen können. Und wir sprechen eigentlich die Zielgruppe an, einmal Personen, die sich mit Sport identifizieren, die einfach sagen, okay, ich möchte nicht ein gewöhnliches Möbelstück, sondern ich möchte in dem Möbelstück auch irgendwo mein sportliches Interesse oder meinen sportlichen Bezug darstellen. Ist es so, dass ihr sportbegeisterte Möbelmacher seid oder möbelbegeisterte Sportler? Wir kommen eigentlich aus der Möbelbranche und haben aber auch immer den Bezug zum Sport. Und von dem her, ja, sind wir eigentlich in erster Linie Möbler, aber im Hintergrund mit Sport. Die Entstehung war eigentlich die, und zwar 2006 bei der WM, waren wir auch logischerweise begeistert von der WM in Deutschland. Und da war es so, dass wir mit Coca-Cola Kontakt hatten, die für die Präsentation des WM-Pokals bei den verschiedenen Stationen einen Sessel von uns wollten in schwarz-rot mit eingesticktem Coca-Cola-Logo, der eben ausschaut wie ein Coca-Cola-Ball und der dann bei Interviews, bei Präsentationen und so weiter eben verwendet wird. Und nach dieser Geschichte mit Coca-Cola hatten wir eigentlich die Grundkonstruktion und haben uns dann gedacht, wir könnten es eigentlich noch auf weitere Ballsportarten ausdehnen. Die Firmen, in dem Fall sehen wir jetzt hier einen Tennisball von Wilson und einen Golfball von Chanel, gibt es da Probleme mit denen? Die freuen sich wahrscheinlich eher drüber oder wie läuft da die Kooperation mit solchen Firmen? Ja, natürlich muss man das solche Sachen vorher klären. Wir haben da einen Vertriebspartner in Deutschland, der sich speziell mit in Anführungszeichen Logo-Artikel beschäftigt. Der macht auch sehr hochwertige Golfschläge als Werbeartikel oder als Logo-Artikel für Daimler Chrysler zum Beispiel. Und da passt eben unser Produkt hier mit rein. Natürlich ist es vorher immer der Kontakt zu den einzelnen Unternehmen immer sehr wichtig. Man kann jetzt nicht einfach hier wild sich Logos aus dem Netz ziehen und hier einfach drauf los hier da die verschiedenen Brands abbilden. Muss ich, wenn ich ein Sitzmöbel in Ballform mache, an was anderes denken, auf was anderes achten in der Konstruktion als bei einem herkömmlichen Sessel? Eigentlich nicht. In erster Linie war für uns mal wichtig, weil wir eben Möbler sind oder auch die Möbelindustrie beliefern, war für uns wichtig, dass man drin sitzen kann. Es gibt verschiedene Leute, mit denen wir gesprochen haben, die das probiert haben. Ah, da kann man ja sogar drin sitzen, war dann die Aussage. Ja, man kann drin sitzen, ist sogar sehr bequem. War auch in der Entwicklung eines unserer Ziele, haben wir, denke ich, erreicht. Und man fängt eigentlich bei so einer Sache mit dem Sitz an und sagt, okay, man muss bestimmte Sitzwinkel einfach beachten, die sind gegeben. Und dann kann man sich um das Design drumherum kümmern. Sprecht ihr einen bestimmten Kundenkreis an oder dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe eine Lounge, die bei einem Tennisturnier nur mit Wilson-Bällen gepflastert wird? Oder geht es auch euch darum, einfach zu sagen, mach daheim zwei Sessel ins Zimmer und nimm einen Basketball und einen Fußball? Die Zielgruppe ist eigentlich sehr weitreichend. Das geht los vom Herrn Müller, der seinen 50. Geburtstag hat und von der Frau einen Wembley, das auch ein Modell für uns ist, geschenkt bekommt. Wir waren auch hier jetzt vor der Weihnachtszeit im Stern, in einem Weihnachtsspecial war das abgebildet, wo man einfach sagt, gut, es ist mal ein etwas anderes Geschenk als die 27. Krawatte.
kostet natürlich auch ein bisschen mehr als eine Krawatte, auch, okay, auch klar. Aber die Hauptzielgruppe, sagen wir, sind alle Unternehmen, Personen, ja, die sich irgendwo mit dem Sport identifizieren. Wir waren jetzt auch vertreten bei einem Sportsponsoring-Kongress. Und hier sind natürlich Ansprechpartner, ja, große Unternehmen, die sich im Sponsoring oder ja, die sich grundsätzlich mit dem Sport identifizieren. Jürgen Zimmermann von Whip Seating, vielen Dank dafür. Viel Spaß noch auf der ISPO. Alles klar, danke.